Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Anno 1503. Jetzt hätte ich schon fast mit The Elder Scrolls angefangen. Schlimm, schlimm. So, da sind wir wieder in unserem kleinen, bescheidenen Städtchen. Ich habe mir mal ein bisschen eure Kommentare durchgelesen und, die Meinung ging ja doch eher dahin, dass wir hier weitermachen sollten, da die Kampagnen wohl zu schwer sind und ein Endlosspiel ja doch ganz interessant wäre. Na gut, dann machen wir hier dementsprechend weiter. Ich werde dich hier oben ein bisschen im Auge behalten. Kann ich gucken, was das ist? Nee, steht nicht da. Schade. Hier sind ja ein paar Einheiten. Ich sag gerade, ich kann vielleicht ein bisschen spionieren. Aber nö. Darf ich nicht. So, ich muss den Sound ein bisschen runterdrehen. Moment. So, jetzt kriege ich hier noch einen Gehörschaden. Huch, und das Mikro bewegt sich mal wieder von alleine. Ja, ich brauche unbedingt nur einen Mikrofonständer. Weil der hier... Na jetzt, Moment. Muss ich den irgendwie anders mal quasi blockieren, damit sich das Mikro nicht immer wieder so langsam, aber sicher in meine Richtung schwenkt. Jetzt halt doch mal still. Moment, jetzt hat das. Sehr schön. So. Stimmt, wir waren ja bei den Piraten gewesen zwischenzeitlich und haben da ein bisschen Nahrung eingekauft. Auf jeden Fall nicht schlecht. Wir wollten jetzt weiter schauen Richtung Siedler. Ich überlege, gehen wir jetzt schon Richtung Siedler oder wollen wir noch ein paar Häuschen... Ach nee, komm, wir nehmen gleich die Siedler. Wir können ja dann immer noch ausbauen. Platz ist ja genügend da. Wir brauchen noch Leder. Ach, siehst du, ja, stimmt. Ich glaube, wir haben ja, wir haben ja Tierhäute. Also können wir da auch ohne Probleme Leder herstellen eigentlich. Mann, das nervt ja, die Skillgocker. Mach mal etwas schneller, denn... die Soundeffekte ausgeblendet. Die Weberei packe ich... Gerberei packe ich einfach mal hier hin. Das sollte klar gehen. Und ich glaube... Warte mal, kriegen wir hier auch... Ne, hier kriegen wir Nahrung. Packen wir hier vielleicht noch einen weiteren Jäger hin. Ich finde die Musik immer so cool, ne? Das ist so ein bisschen... wie soll ich es nennen? Ja, die Musik hat schon was sehr Eigenes. Bei Anno 1503. Irgendwo zum Verlieben, finde ich. Hat so ein bisschen was von Prärie, wenn man so will. Wenn das jetzt der richtige Begriff dafür ist. Kommt auf jeden Fall sehr geil. Oh, es war ja gut abgepasst hier mit dem Gebiet. Muss ich mal schauen, warte mal, der kommt da raus. Dann knüpfen wir doch einfach direkt da an und basteln hier in den Weg zum Markthaus rüber. Ach, der produziert ja auch noch Nahrung. Stimmt, Nahrung und Tierhäute. Sehr, what the f... Ach so, weil jetzt erstes Leder irgendwie wahrscheinlich auf dem Markt war. Wie die gleich rumgeiern alle, ja? Alter Schwede. So, also mit dem Leder hätten wir dann schon mal... Ah, sie brauchen auch noch Salz. Stimmt, Salz. Haben wir hier irgendwie einen Berg in einem... Hier hinten ist ein Berg. Ich fahre mal erstmal... Warte mal. Haben wir jetzt genügend Nahrung? Nee. Ganz und gar nicht. Wir haben viel zu wenig Nahrung, sehe ich gerade. Und der hier hat eigentlich ganz gut was im Angebot. Wieso sehe ich den Preis gerade nicht? Will er mir nicht anzeigen? Gut. Ich lasse mal hier die Scouts vor Ort und fahre nochmal runter zu den Piraten. Captain, mein Captain. Ah, der Händler ist ja auch wieder am Start hier. So. Und mit den Scouts, oder zumindest mit einem Scout, wie unser Herr befehlt, werden wir jetzt hier schon mal rüber eiern zu den Bergen. Und dann schauen wir mal, wo wir das... hingehen? Ja, zu den Bergen. Wo wir da ein bisschen Salz finden können. So. Ja. Ich glaube, wir können aber auch noch eine Jagdhütte hier irgendwo hinpflanzen. Eine andere Stadt hat mehr als 1000 Einwohner erreicht. Na nö. Kommt ein Salzvorkommen wurde entdeckt. Na, sehr schön. Das fängt wunderbar an. Zu Diensten, mein König. Den Berg hier nochmal ganz kurz. Die Insel bietet Salz. Die Insel bietet Salz. Na, sage mal. So viel. Eine Erzader wurde gefunden. Man kann es aber auch... Es gibt Eisenerz, Alter, auf dieser Insel. Man kann es aber auch übertreiben. Marmor, 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 Marmor. Leute. Also... Setze mich in Bewegung, mein König. Ich weiß nicht, was ich davon halten König. Soll, aber ich finde das schon wieder fast ein bisschen zu viel. Man wird hier regelrecht überhäuft mit dem Zeug. Hätten wir vielleicht doch einen Schwierigkeitsgrad höher nehmen sollen. So, ich packe da nochmal einen Jäger hin. Wo hat der sein? Okay. Der hat seinen Ausgang hier.
Ah, unser Schiff ist ja da. Für die Mucke auch so klasse hier, ja. So, wir nehmen alles erstmal mit. Alkohol nehmen wir auch gerne mit. Ah, noch was am Start? Nö, da kommt, glaube ich, nichts mehr. Tja, mein Lieber, nee, alles aufgekauft. Nee, ein bisschen Nahrung nehme ich auch noch mit. Ahoi, Captain! Let's go! Das sind Güter, die wir, denke ich, mal immer gebrauchen können. Ah, ich glaube, das ist auch ein bisschen runtergegangen, der Lagerbestand, weil wir die Marktplätze ausgebaut haben, also hier noch einen Marktplatz gebaut haben. Maybe, maybe. So, Leder scheint sich langsam, okay, wir haben jetzt gerade kein berstenvolles Lager. Nahrung. Na gut, kümmern wir uns vielleicht erstmal um Salz. Muss ich mich jetzt hier durchhangeln oder kann ich, ja, muss ich. So cooles Lied gerade, das ist mir so unbekannt. Hatten wir das vorher auch schon? Das ist jetzt mit der Königsedition erst dazu gekommen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich packe hier mal einen Weg rüber. So. Oh, die Saline war ja auch gleich hier, ne? Ja. So. Die hat ihren Ausgang da. Dann packen wir das Ding doch einfach direkt. Kann man das so hier machen? Geht das? Ich glaube, der kommt dann hier sowieso rüber um die Ecke. Ich denke mal, dass eine Saline erstmal absolut ausreicht. Da sieht man ja schon, wie der gleich loslegt hier. Das sollte auf jeden Fall erstmal ausreichen. Oh ja, kauft man gleich alle ein. Da haben wir auch Salz. Leder füllt sich, glaube ich, langsam. Das wird nicht ganz so schnell vorangehen. Haben wir denn irgendwie überflüssige Rohstoffe? Ja, doch, 23 Tonnen Tierhäute, es häuft sich. Dann müssen wir da mal gegenhalten. Gegensteuern, gegenhalten, wie auch immer. Ich pack. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Noch ja. Jetzt nicht mehr. Feuerwache können wir sowieso noch nicht bauen. Wir müssen demnächst mal eine Schule in Angriff nehmen. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Sekunde bitte. Okay, na, dazu kann ich gleich kommen. Alles kein Problem. So. Werfen wir mal einen Blick nochmal auf den Markt. 15 Tonnen Salz, es steigt an. Auch Leder geht ganz gut ins Lager. Stoffe brauchen wir jetzt noch. Okay, Stoffe. Warte mal, ich würde sagen, das siedeln wir auch hier hinten gleich an. Schafarm. Ach, siehst du, Alkohol, ne? Warte mal, brauchen wir eigentlich schon Alkohol? Ja, doch, fürs Wirtshaus brauchen wir Alkohol. So, warte mal, der braucht seinen Einzugsbereich bis hier unten. Ich will auch den Jäger nicht alles an Wald wegklauen. Nur so ein bisschen, dass wir hier vielleicht die Schaffarm noch mit reinkleistern können. So, aber ist ja genügend Vieh hier. Ich meine, sieh dich mal rum, was hier alles kreucht und fleucht. Okay. Ach so, es ist wegen dem Marktplatz. Ich wollte gerade sagen, wieso ist die Fruchtbarkeit da niedriger? So, packen wir hier einen hin, wir packen hier einen hin, hier und dann noch einen und dann passt das. Man muss es ja nicht übertreiben. Und dann packe ich hier eine Webstube hin und dann sollte der Laden, denke ich mal, laufen. Die hier sind ja ganz gut dabei, beide mit 100%. Nahrung sollten wir dementsprechend ganz gut im Lager haben, denke ich mal. Oh, das sieht gut aus. Salz ist schon auf gutem Wege nach oben. Leder sieht gut aus, Stoffe kommen demnächst rein. Dann schauen wir gleich mal nach den ersten. Wo waren das? Ach, hier. Hier haben wir Wirtshaus. Ach, das können wir hier eigentlich wunderschön reinpacken. Warte mal, kommen die da alle? Ah, nee, kommen sie leider nicht. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Lügt doch nicht. Da ist doch gar. Ups, doch, da ist was. Stimmt doch gar nicht. Da ist doch gar nichts. So. Ich mache etwas langsamer. So, wo können wir denn hier gut was reinpacken? Vielleicht hier? Oder so ein bisschen zentraler? Warte mal. Die kommen alle mindestens noch so an diese Gebäude ran. Ich würde den vielleicht hier vorne hinpacken. So. Da kommen auf jeden Fall alle ran. Und der hat gleich einen Marktplatz gegenüber. Das sollte ganz gut klappen. Dann wollen sie natürlich noch eine Kapelle haben. Können wir die vielleicht? Achso, ne, ist ja das gleiche Thema. Oh, komm, wollen wir die Kapelle nicht vielleicht sogar. Warte mal. Aha, okay, ich habe gerade so eine Idee. Na komm. So. Dann können wir vielleicht hier noch einen Weg lang ziehen und dann packen wir einfach hier direkt die Kapelle so hoch. Die Kapelle so rein.
Den Weg hier hinten auch noch lang. Dann konnten die nämlich auch von hinten wunderbar an das Wirtshaus ran und Alter, wie die da alle reinstürmen. Oh, geil. Okay, mehr oder weniger geil. Ich bin ja kein Fan von Kapellner. Ich finde es gerade lustig, wie die da alle reinlatschen. Finde ich auch cool gelöst eigentlich, ja. Ich meine, für die damaligen Verhältnisse, ne, da muss man sagen, dass sie es so schön animiert haben, dass sie da so richtig hingehen und sowas. Das ist schon cool. So, Leute, was ist los hier? Wolle und so ein Zeug. 2 Tonnen, 3 Tonnen, 6 Tonnen. Okay, wir brauchen noch eine Webstube. Oh, die Musik ist so schön. Ich glaube, hier können wir direkt anknüpfen. Das juckt den nicht. So, eine zweite Saline können wir uns sparen. Ich hatte erst überlegt, ob ich tatsächlich vielleicht sogar 2 gleich baue, aber wir sehen ja, funktioniert wunderbar. Ich will halt nicht zu viel bauen. Die Fehler hatte ich jetzt in vergangener Zeit schon zu häufig gemacht, dass ich einfach im Vorfeld zu viel gebaut habe und das im Endeffekt gar nicht gebraucht wurde. Achso. So. Alkohol. Achso, ja, komm, können wir eigentlich... Ach ja, Alkohol, ne? Und Wirtshaus, jetzt fällt es mir gerade ein. Ha, genau, jetzt werden sie wahrscheinlich gleich alle ins Wirtshaus strömen. Oh ja, man sieht schon, wie sie alle straight in eine Richtung laufen. Boah, ich würde als Inhaber von dem Laden ja voll Panik kriegen, ne? Wenn die ganze Stadt auf einmal in deinen... Oh, die ersten Siedler. Ach, wie schön. Wir haben noch gar keine Wolle eigentlich. Also, Stoffe. Na gut, warum nicht? Kann er nicht schaden. Cool. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall Nachschub an Alkohol. Eine Schule kann gebaut werden. Ja. Moment, die brauchen wir noch lange nicht. Wow, wie schnell das auf einmal geht. Hoffentlich nicht zu schnell. Moment, jetzt. Ah, Alkohol. Können wir vielleicht schon Hopfen farmen. Ab 360 Siedlern. Weil sonst könnten wir gleich eine Hopfenfarm bauen und den anderen Quatsch umgehen. Also nicht umgehen, aber überspringen sozusagen. Eine Kirche kann errichtet werden. Nö, auf die habe ich gar keine Lust. Hallo? Klau mir mal... Alter, meine Werkzeuge. Was soll das denn? Einfach meine Werkzeuge. Warte mal, ich schicke den hier mal weg. Auf dem Weg, mein König. Ja, gerade so ein bisschen auf dem Lümmel. Ja, Werkzeuge. Hehe, ja, scheiße. War nicht ganz so geplant. Hätte ich mal ein Auge drauf werfen sollen. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal Baumaterialien verbieten. Und dann mal ganz kurz bei den Pirates reinschauen. Nee, der bietet gerade keine Werkzeuge, nur Nahrung. Na gut, Nahrung brauchen wir gerade nicht. Wie sieht's bei ihm aus? Er will Eisen. Klasse. Bietet all die Sachen, die wir sowieso schon haben, außer Alkohol. Gut. Ich könnte jetzt hier umrüsten und jetzt hier dementsprechend Felder hinpacken. Warum eigentlich nicht, ja. Können wir eigentlich machen. Wir haben ja genügend Nahrungsproduktion. Dann machen wir das erstmal. Temporär sozusagen. So. Sehr schön. Dann haben wir erstmal hier ein bisschen Alkohol. Damit die hier nicht irgendwie anfangen rumzuheulen, dass sie kein Alk mehr haben. Ansonsten kaufen wir schnell dem Mann was ein. Das klappt schon. So. Wie kommen wir jetzt an ein Werkzeug? Ich überlege gerade. Die verkaufen Eisen gegen Alkohol. Das wäre ja schon mal was. Ach, die haben gar kein Konto, fällt mir gerade auf. Okay. Da muss man da wahrscheinlich mit dem Scout rangehen. So, wie sieht es bei denen hier aus? Nee, nicht da. Wo waren die denn? Ah, hier. Lampenöl. Nee, das können wir auch nicht gebrauchen. Alter, wie viel Walspeck die aber auch verkaufen, ja? Ich denke mal, Werkzeuge werden wir nirgendwo bekommen. Außer bei den Piraten eventuell halt. Nur deren Angebot ist gerade recht dünn. Kann man nicht irgendwie sagen, dass sie was organisieren sollen? Zeigt mir auch keine Tooltips irgendwie an. Wir können natürlich auf den Händler warten. Ja, genau so einen wie dich. Komm mal bitte vorbei. Ja, ja. Nur etwas. So ein bisschen das. Warte mal. Ich mach das mal so. Vielleicht ist er dann eher so geneigt, uns was zu verkaufen. 49 Tonnen. Ja, danke schön. Das, damit können wir definitiv uns, sage ich mal, retten. Können wir denn überhaupt schon... Ja, können wir. Sehr schön. Dann mache ich das gleich mal. Kann man hier
Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Das ist schön zu hören, aber dennoch brauchen wir gerade Werkzeug. Ich packe hier mal einen Marktplatz hin. So, dann packe ich hier eine Erzmine hin. Direkt daneben eine Erzschmelze. Woran mangelt's? An Ziegeln. Och nee. Ziegel brauchen wir jetzt auch noch, aber das ist ja egal, wo man den hinbaut, ne? Packe ich mal direkt neben die Salzmine. Muss ja hier nicht ewig weit sich von entfernen. So, hier ist der Ziegelmann. Packe ich einfach mal direkt hier so zwischen Marktplatz und Steinbruch hin. Dann beschleunige ich etwas. Ich packe hier schon mal die Wege hin. Ich schau mal ganz kurz, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Der hier braucht 10 Tonnen Werkzeuge. Oho, ist ja ganz schön ordentlich. Gut, 10 Tonnen Werkzeuge. Und zum Weiterverarbeiten, der braucht 3 Tonnen. Also 13 Tonnen brauchen wir auf jeden Fall. Da können unsere Leute ja schon mal weiterbauen. Das ist, denke ich mal, dann kein Problem, weil so viel Werkzeug werden die mit Sicherheit... Boah, Fatz. Einfach mal gleich alles mögliche. Ich glaube, sogar alle Häuser ausgebaut. Wie sieht es eigentlich aus mit der Bilanz? Das ist ganz schön knapp hier. Warenerträge, das ist so momentan so ziemlich ausgewogen. Aber naja, wir kriegen das schon hin. Alles kein Problem. Noch nicht. 7 Tonnen Ziegel haben wir. 10 Tonnen brauchen wir. Ah, 9 Tonnen. Na komm, hol ab. Sehr schön. So. Können wir hier gleich... Den packe ich dahin. Und den anderen, brauchen wir dafür auch Ziegel? Ja, 8 Tonnen. Na gut, kriegen wir auch zusammen. Den Schmied packe ich dann... Ja, den packe ich einfach direkt dann hier hin. Dann mache ich da noch einen Weg zwischen, dass der Marktplatz da schön, dass wir da schön schnell abholen können. Kommt nochmal ein Händler, warte mal. Wir kaufen noch einmal Werkzeug ein, aber ich drehe den Preis etwas runter. Man muss es ja nicht übertreiben. Mal so, vielleicht 53, mal schauen, wie viel er abgibt. Wir haben jetzt 18 Tonnen. 67, ja komm, Alter, wie viel der verkauft hier, ja? Meine Güte. Das hätte ich mal bei Anno 1602 gebraucht, dass er so viel rausrückt, ja? Weil da hoffst du immer drauf, dass du mal 4 Tonnen oder so kriegst, ja? Damit du irgendwie so ein bisschen vorankommst. Aber der ist ja sowas so ein... Ja, nicht freigiebig, aber der hat ja gut was im Lager anscheinend. So, funktioniert. Jetzt haben wir hier schon mal unsere Werkzeugproduktion gesichert. Dann müsste ich jetzt mal schauen, gibt es schon irgendwas, woran es mangelt. Dann können wir direkt hier nachschauen. Nahrung haben wir, Salz haben wir. Leder haben wir, Stoffe halten sich so lala. Gut, also brauchen wir Alkohol. Ah, jetzt können wir auch die Hopfenfarm bauen. Wunderbar. Wollte ich gar nicht abbrechen. Ah, da brauchen wir auch wieder Ziegel für. Aber da, macht nichts. Kriegen wir hin. Ich pack die Hopfenfarm vielleicht sogar... Packen wir die direkt hier so zwischen irgendwo? Und hier haben wir die anderen. Hier baue ich vielleicht noch die Jägergeschichte aus. Guck mal, eigentlich können wir die hier so an den Rand packen. Damit wir auch dieses Gebiet gefüllt haben. Weil hier baue ich definitiv keine Häuser. Ich mach mal langsamer. Warte mal. So. So. Ja, ein bisschen abgezählt hier. Ach so, jetzt kann man ja eigentlich hier den machen, ne? Das ist ja... kann man eigentlich mehrere selektieren? Nee, schade. Das wäre auch noch cool. Oder waren wir nicht vielleicht... Na egal. Ich wollte es ausprobieren, ob man irgendwie mit Shift gedrückt und sowas irgendwie da mehrere Felder... Aber wir hatten ja sowieso schon die anderen belegt. Jetzt kommt schon wieder mein Mikrofon näher hier. Bleib, wo du bist. Nein. Nein. Ich habe auch keine Lust, es die ganze Zeit irgendwie festzuhalten. Ist ja auch doof. Egal, ich baue hier nochmal den Weg eben fertig. Ach so, ja, ich muss vielleicht auch nochmal schauen, wo der Weg ran muss. Aber okay, Glück gehabt. Da war richtig. So. Und dann brauchen wir noch jemanden, der das Ganze dann verarbeitet. Wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Brauerei hier so mitten reinpacken. Da, wo eigentlich auch die Häuser sind. Weil wir haben ja hier auch direkt die... Das Ding ist... Ach so, nee, warte mal. Der hat ja diesen Einzugsbereich. Ah, okay. Nee, das ist dann doof. Dann würde ich vielleicht doch eher... Aber dafür ein Haus opfern? Ich weiß ja nicht. Weil ich meine, da oben ist gleich das Wirtshaus. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Das nervt mich aber wirklich langsam mit dem Mikrofon hier. Warte mal. Das ist gerade mal irgendwie so, dass es... Ah, genau, jetzt hält es wieder ruhig.
Jetzt kurz bevor die Aufnahme sowieso zu Ende ist. Gnarf. Ich pack mal hier einen hin und genau. Und hier oben auch. Oh, es fehlt an Holz und Ziegeln. Das will ich jetzt aber noch schnell fertig machen, bevor wir weitergehen. Bevor ich die Folge beende, sorry. Nicht bevor wir weitergehen. Weitergehen tun wir auch, aber... Hey, klau mir nicht mein Holz. Ich weiß genau, wer das macht. Das ist dieser böse Mensch, der Eisenschmiede. Eisenschmiede. Eisenschmelze. Komm, eine Tonne Holz noch. Bitte, danke. So, wunderbar. Haben wir das auch gesichert, dass wir Alk im Lager haben, hoffe ich. Naja, es könnte deutlich mehr sein. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Sehr schön, sehr schön. Dann werde ich doch gleich mal abspeichern. Folge Nummer 2. Spielstand gespeichert. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zurück bei Anno 1503 in der zweiten Staffel. See ya!